Es ist eine familiäre Geschichte, sag ich mal. Die Zusammenarbeit mit Klaus Dickbauer war entspannt, wie gesagt. Das war einfach Proben, wie man sich so vorstellt. Und ich hoffe für Klaus Dickbauer auch. Aber ich habe schon gehört, dass es ihm ganz gut gepasst hat, die Probenarbeit. Ein Pianist, ehemalig Salzburger, jetzt in Wien wohnhaft, der eher so ein bisschen in die hip-hopigere Richtung geht, aber obwohl er ein instrumentales Klavierquartett hat und mit Synthesizer, Keyboards und solchen Sachen spielt, sehr spannend, also sicher auch für die Groove- und hip-hopig-orientiertere Fraktion. Der Moment ist gekommen, wir haben alle ein Déjà-vu. Das allerletzte Konzert der vierten Jazzwerkstatt Graz bricht an und wer im letzten Jahr dabei war, sind es deswegen machen wir das. Ich möchte mich grundsätzlich ganz persönlich bei jedem Einzelnen sehr, sehr herzlich bedanken, weil dieses Festival ist mittlerweile Halbjahresjob Minimum und ohne die unentgeltliche und extrem idealistische Arbeit aller dieser Menschen wäre es völlig undenkbar, das überhaupt so durchzuführen. Für alle Dinge im Hintergrund, administrative Abwicklungen, Abrechnungen, Organisationspläne und so weiter und so weiter und so weiter mit unglaublichem Einsatz. Lenka Dankova! Ich mag einfach hinter der Bühne stehen und das alles von hinten unterstützen. Und ich mache alle Tabellen, alle Vorbereitungen, alle Ziffern gehen auch über mich, also Budgetierung und dann Abrechnungen von also Jahresabrechnung. Neben dem Studium geht es, das zu machen, mit den Leuten irgendwie immer kooperieren, Spaß haben. Also das ist immer besser, wenn man in ein neues Land einfach was zu tun hat und wo die Leute sind. Und dann hat man quasi eine andere Familie eigentlich. Also ich werde dahin sicher gehen, sicher tanzen und das letzte Stück genießen. Also das werden wir, denke ich, alle und feiern. Auch wenn wir ganze diese Woche schon vorbei haben, dann ja. Es wird teilweise traurig, teilweise eigentlich, ja. Das war schon viel Arbeit hinter uns. Ich freue mich wahnsinnig, diese unglaublich, unfassbar coole Band anzusagen. Und ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß damit und ich bin sicher, ihr werdet es eben auch haben. Auf der Bühne die unfassbar coole Band von der unfassbar coolen Sängerin Eva Kampfer, a.k.a. Lilith!
In a way, I do get his anger issues. Oh, I even understand. But some words and I got there today. What's the use of a really good sound? Support is right, but if there's no veto, don't you see? Won't you see the down? No matter. You try, it will never be rain. Oh, how hard he tried to make this one thing clear, that this is his kingdom, yeah, and we are guests here. If it doesn't say a word, oh, he showed it on pain. His weapons that are named ignorance and fear. Say, I don't know that you will go on testing my soul and body. Guess how in the song be gone since you are out of shade. I don't know that you will go on testing my soul and body. I guess how in the song be gone since you are out of shade. I'm curious who's gone.